Guten Abend, Buonasera, liebe Freundinnen und Freunde des Goethe-Instituts. Ich freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe von Rendezvous Goethe begrüßen zu dürfen. Ausgaben haben wir diese Woche sogar zwei. Und zwar werden wir uns diese Woche mit zwei Schriftstellern darüber unterhalten, wie sie durch die Corona-Krise kommen, aber auch über ihre Werke, über ihre Übersetzungen ins Rumänische, die anstehen. Heute begrüße ich als Ersten ganz herzlich Norris von Schirach bei unserem Rendezvous, den ich natürlich gleich auch gebührend vorstellen werde, beziehungsweise mit dem ich mich unterhalten werde. Und am Donnerstag zu einer etwas ungewohnten Zeit um 13 Uhr haben wir das nächste Rendezvous mit dem Schriftsteller Ingo Schulze, dazu aber später, beziehungsweise am Donnerstag mehr. Wie üblich werden wir uns unterhalten, je nach Intensität 15 bis 20 Minuten. Sie haben die Möglichkeit, ab etwa 15 Minuten im Chat Fragen zu stellen, und wir werden die letzten Minuten unseres Gesprächs darauf verwenden, diese Fragen, wenn es geht, natürlich zu beantworten. Wir haben dieses Rendezvous auch natürlich, damit Sie Lust darauf bekommen, etwas von dem Schriftsteller Norris von Schirach zu lesen, aber dazu gleich mehr. Lieber Norris, erstmal danke, dass du dich für diese Übung, wenn ich so sehr sagen darf, zur Verfügung stellst. Ja, meine erste Frage wäre, wie kommt ein Schriftsteller durch die Corona-Krise? Eigentlich müsste er doch ganz gut dadurch kommen, weil er doch sowieso eigentlich immer zu Hause sitzt und schreibt. Ja, guten Abend. Ja, auf jeden Fall. Also ich vermisse sehr, sehr wenig. Ich sitze hier in Bukarest. Der Lockdown, die Curfew ist strenger als in Deutschland. Ich glaube, ähnlich wie in Frankreich. Also wir dürfen nur raus, nachdem wir ein Formular ausgefüllt haben. Aber auch nur sich in den Viertel bewegen. Die Parks sind geschlossen worden. Das war etwas dramatisch für mich, da ich sehr viel spazieren gehe. Also spazieren gehen ist nicht mehr. Ansonsten natürlich. Man sitzt, Schreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit. Ich sitze vormittags am Schreibtisch und daran hat sich überhaupt nichts geändert. Offensichtlich, es ist ruhiger, ja, natürlich, was ich gut finde. Das Einzige, was ich vermisse, sind die Konzerte. Ich gehe hier zweimal die Woche ins Konzert oder in die Oper. Das vermisse ich. Und Spaziergänge in dem Stadtwald von Bukarest, in Banessa, der ist auch geschlossen. Außerdem dürfte ich mich gar nicht hinbewegen. So streng ist das. Ansonsten. Ich würde gerne mal wieder Menschen sehen, nicht unbedingt mit ihnen sprechen, kommunizieren, sondern einfach mal sehen, so dieses Gesicht in der Menge, dieser Augenkontakt in einer Konzertpause oder so. Aber ich darf mich auch nicht beschweren, ich lebe hier mit meinem Sohn zusammen. Er bereitet sich auf das mündliche Abitur vor, also allzu einsam ist es auch nicht. Und wir haben eigentlich eine sehr gute Zeit, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, den du machst. Wir haben sehr viel die Kultureinrichtungen darüber diskutiert, was man ins Internet verlagern kann. Veranstaltungen wie diese heute, die wir machen, und Theater bieten Theaterstücke an, Opernhäuser, Opernaufzeichnungen oder Konzerte und so. Aber es gibt natürlich eine Sache, die man bei allem Positiven, dass man das auch im Internet sehen kann, und im Übrigen hat das ja auch einen Demokratisierungseffekt, wenn die Oper in Berlin oder woanders gratis sozusagen anbietet, dass man den Konzerten oder Opern folgt. Es gibt natürlich eine Sache, die man nicht herstellen kann, das ist die Begegnung. Ja, die wirkliche Begegnung, und wir wissen ja, dass Kultur, Theater, alles, was auf der Bühne passiert, eben eine Art von Interaktion ist, nämlich zwischen Schauspielern, aber dem Publikum, das applaudiert. Und wenn ich im Saal bin, applaudiere ich auch auf eine gewisse Art und reagiere damit nicht nur auf das Stück, sondern das Publikum.
Und es ist richtig, dass natürlich in diesen Zeiten ein großer Hunger nach solchen Formen entsteht. Und wir hoffen natürlich auch bald wieder physisch uns treffen zu können und zu Kulturveranstaltungen gehen zu können. Aber wir haben eben darüber gesprochen, man kann ja auch, wenn man zu Hause ist, lesen. Man schreibt nicht nur. Und ich wollte dich fragen, liest du jetzt mehr? Und wenn ja, was sind die Bücher, die du gelesen hast? Hast du Empfehlungen, die du uns geben kannst? Ich hatte diesen Stapel an Büchern zusammengetragen über Jahre. Und ich habe den jetzt teilweise abgearbeitet, was ich als echtes Glück empfinde. Und also auch Dinge, die ich früher schon mal gelesen hatte. Vielleicht zeige ich mal. Ja, Hannah Arendt. Und dann natürlich, das hängt auch mit meinen Büchern zusammen. Alexejewitsch habe ich wieder gelesen. Dann lese ich, was liegt da hinten? Evelyn Waugh. Das ist politisch nicht mehr sehr korrekt, ist mir bei der Gelegenheit aufgefallen. Aber ich mag seinen Sound, Evelyn Waugh. Reckwitz, also das liest gerade, glaube ich, jeder. Andreas Reckwitz, Ende der Illusion. Sehr interessant, sehr aufschlussreich, habe vieles verstanden zum ersten Mal, was in der Gesellschaft, also nicht nur in der bundesrepublikanischen, sondern das lässt sich eigentlich auf alle Industriestaaten heute beziehen. Das war sehr interessant. Dann entdeckt Begley, Louis Begley, wunderbarer amerikanischer Autor, hat sehr spät angefangen zu schreiben, so wie ich, mit Mitte 50, war vorher ein Anwalt, im Gegensatz zu mir. Und in den habe ich mich ein bisschen verliebt, Louis Begley. Hier ist noch was. Das hat mir mein Sohn gegeben, David Mamet, ein Filmregisseur, on directing film. Und das fand ich sehr interessant, Perspektive von einem großen Hollywood-Regisseur. Und der schreibt nur darüber, wie man eine Story erzählt mit einer Kamera. Und meine Bücher sind ja auch sehr, es ist oft wirklich wie eine kleine Kamera, wie das geschildert wird. Und das fand ich auch interessant, ja. Wir kommen gleich auch gerne zu deinen Büchern, aber erstmal herzlichen Dank für die vielen Leseempfehlungen. Und wenn du Louis Begley magst, es gibt ein wunderbares Buch von Louis Begley über die Dreyfus-Affäre und Guantanamo. Er hat sozusagen eine Parallele gezogen, den genauen Titel, der entzieht sich, das ist ein großartiges Buch, wo man sozusagen als Jurist natürlich die Dreyfus-Affäre beschreibt und die Überschreitung der Rechte auch in Guantanamo beschreibt und das parallelisiert. Wir werden uns sehen und ich werde dir das Buch mitbringen das nächste Mal. Aber ich teile deine Einschätzung. Ich finde das einen ganz großartigen Autor, Begley. Ja, ja. Aber nun, wenn ich darf, zu dir. Du hast unter einem Pseudonym Arthur Isserin einen Buch, einen Roman veröffentlicht, Blasse Helden, der demnächst auch ins Rumänische übertragen wird. Er erscheint bei Romanitas, ich glaube, geplant für Ende des Jahres. Wir werden sehen, ob sich die jetzige Situation einhalten lässt. Aber vielleicht hat er auch der Übersetzer mehr Zeit und bringt die Übersetzung rechtzeitig oder die Redaktion rechtzeitig zu Ende. Du hast auch einen anderen Hintergrund. Du hast Verwaltungswissenschaften studiert, soweit ich weiß. Hast danach als, wie es so schön heißt, Geschäftsmann und Rohstoffexperte, wenn ich richtig informiert, gearbeitet. Wie kommt man von so handfesten Sachen zur Schriftstellerei? Ich wollte immer schon schreiben, aber ich dachte mir auch, es ist gut, wenn man vielleicht auch etwas erlebt hat, bevor man anfängt zu schreiben. Jetzt muss ich lachen, weil genau das hat Begley
einmal gesagt. Ich habe vor 2 Tagen auf YouTube ein Interview mit ihm gesehen. Und er sagte auch das, die haben ihn gefragt, warum fängst du an, mit Anfang 50 zu schreiben? Und dann sagte er, ja, ich finde es ganz gut, wenn man was erlebt hat vorher. Ja. Dagegen könnte man natürlich. Es gibt großartige Autoren, die Anfang 20 wunderbare Sachen geschrieben haben. Aber ich für mich wollte etwas erleben und etwas zu erzählen haben. Und dann, ich lebte eben in Moskau in den 90er Jahren und kam da auch zurück aus Russland mit meinem Sohn Maxim. Und dann, als er so 14 war, hat er mal gefragt, was hast du denn damals gemacht in Russland? Und dann dachte ich erst, ich schreibe ihm das vielleicht in so einer Tagebuchform. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich einen Roman geschrieben. Weil es hat auch Spaß gemacht. Und ja, so fing das an. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich natürlich nicht dieser Protagonist bin aus dem Buch, dieser Anton. Aber ich war eben damals in Russland und wollte ihm diese Stimmung ein bisschen wieder aufleben lassen für meinen Sohn eben. Ja, ob das ich der Autor ist, ist ja immer wieder eine große Frage. Ja, wir wissen ja das berühmte Rimbaudsche Moi, c'est un autre, steht natürlich da am Anfang. Klar, ich denke schon, Es ist noch schlimmer, es ist noch ja. schlimmer. Manchmal wäre ich gern dieser Anton. Das ist dann besonders übel. Nein, Verstehe. aber ich bin es nicht. Vielleicht sagst du noch Also, ein, zwei Sätze, ein paar Sätze zu dem Inhalt des Buches, das in der Jelzin-Zeit spielt, also eine große Umbruchphase beschreibt. das ist diese deutsche. Anfang 30, 32 ist er, glaube ich. Er kommt 1991, 92 nach Moskau. Die Sowjetunion ist gerade implodiert. Jelzin tritt auf den Plan. Dieser Anton betritt Moskau, diesen Moloch, diesen ausgebrannten Stern, wie durch eine Tapetentür. Er ist desillusioniert, kommt er aus dem Westen, aus dem paradiesischen Westen, ist etwas unzufrieden mit seiner Situation und er ist auch gelangweilt, von Inui geplagt. Das ist ja ein großes Motiv in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts, also Onegin also Puschkins Onegin oder Petschorin bei Lermontow und so weiter, ein Held unserer Zeit. Und er ist so ein blasser Held und kommt dahin und bleibt bis zum Amtsantritt von Putin, erlebt er eben diese Abenteuer, also bis in den Dezember 99, erlebt er diese Jelzin-Jahre. Es ist auch etwas, ein wenig ein Schelmenroman. Er hat sehr viel Glück. Gleitet durch diese Zeit, beobachtet viel, erlebt Abenteuer, wird Zeuge von Abgründen. Und es ist immer getragen von einer tiefen Liebe für die russische Kultur, für die Literatur, für die Frauen. Natürlich auch. Und er arbeitet für eine zwielichte Rohstoffgesellschaft und wird dort eben Zeuge, taucht ein in diese Welt dieser verarmten Massen, aber eben auch der Oligarchen, der korrupten politischen Eliten und so weiter. Genau, es muss noch spannend bleiben. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Aber warum, und wie gesagt, demnächst können Sie es auf Rumänisch oder auf Deutsch lesen, warum der Plural blasse Helden? Blasser Held, das wäre sozusagen der für mich erstmal die logische Version gewesen.
Ja, dieses Buch, es ist im Grunde eine Hymne an die russischen Frauen. Und die Helden, die Männer bleiben auffallend blass in dem Buch. Deswegen blasse Helden. Und es Ja, ist das, natürlich eben ja. auch ein Held unserer Zeit von Lermontow. Und Ja, auch mir schon geht dort, entschuldige. bitte, bitte. Die Frauen sind einfach viel, viel interessanter, vor allen Dingen in Russland. Ja. So war damals mein Eindruck. Und das ist eben auch ein Thema des Buches. Sie haben das so eben so schön, du hast das eben so schön gesagt, dass der Held, er gleitet da so durch. Ist das so ein bisschen eigentlich eine interkulturelle Erfahrung, wenn man irgendwo hinkommt, nicht richtig Teil einer Gesellschaft ist, dass man aber Teil hat in gewisser Weise? Ist das etwas, was, würde ich jetzt sagen, auch dein Gefühl ist für die rumänische Gesellschaft, in der du dich jetzt befindest? Ich meine, ich stelle Ja. mir die Frage auf, natürlich. Ja, also ich fühle mich immer als Gast. Ich habe in vielen Ländern längere Zeit gelebt. Das heißt vielen. In London war ich, in New York längere Zeit, in Australien, Russland und Kasachstan und jetzt seit ein paar Jahren in Rumänien. Ich fühle mich immer als Gast, als Außenseiter. Ich versuche nicht in die Mehrheitsgesellschaft integriert zu werden. Was etwas untypisch ist, ich muss sagen, die meisten Deutschen tun das. Zum Beispiel in Amerika, die werden sehr, sehr schnell zu Amerikanern. Die schotten sich nicht ab. Die gehen auf in der Mehrheitsgesellschaft. Ich fühle mich immer etwas als Außenseiter, als Gast und benehme mich auch so. Aber es gibt natürlich eine Vertrautheit, die sich einstellt nach ein paar Monaten. Und was Rumänien angeht, also Bukarest konkret, ich fühle mich hier einfach sehr wohl. Ich mag die Stimmung, diese zerschlissene Stadt an der Peripherie des alten Europas. Ich habe einige gute Bekannte hier getroffen. Ich kannte auch schon ein paar, bevor ich hergekommen bin. Und es ist ein sehr südländisches Land. Die Mentalität ist meiner Ansicht nach südländisch. Es ist viel, viel entspannter als in Russland zum Beispiel. Es gibt weniger Chauvinismus zum Beispiel, um mal etwas wirklich Positives zu sagen über Rumänien. Verglichen mit Russland deutlich weniger Chauvinismus. Die Menschen sind sehr, sehr herzlich. Es sind Familienmenschen. Erinnert mich immer an Italien, wie eng doch die Familienbande sind und wie man sich hilft innerhalb der Familie und füreinander da ist und so weiter. Ja. Ja, vielen Dank für diese Beschreibung. In vielem kann ich mich auch, obwohl ich wahrscheinlich sehr viel kürzer erst in Bukarest lebe als Sie, wiedererkennen. Aber wenn ich nochmal fragen darf, nach Bukarest zu gehen, war für Sie eine beruflich sozusagen definierte Entscheidung oder war das, dass Sie gesagt haben, ich gehe jetzt nach Bukarest? Nein, mein erster Roman war noch nicht draußen. Ich hatte ihn gerade fertig geschrieben und dann hatte ich die Wahl, wohin ich gehen könnte. Und ich habe wirklich geschaut, ich habe eine Liste gemacht und mir, ich glaube, 8 Länder, also ich wollte in Europa bleiben. Ja, und habe mir 8 Länder angesehen. Und natürlich gibt es London oder Paris, das kann ich mir aber nicht leisten. Und dann, ich wollte Sonne zum Beispiel. Ich wollte ein südliches Land. Ich wollte Natur, denn ich wandere gerne an den Wochenenden. Und ich wollte auch ein paar Leute dort schon kennen, also nicht ganz als Fremder hin. Ich wollte eine große Altbauwohnung.
die bezahlbar ist. Ich wollte gute Anbindung an die Hauptstädte Europas. Man ist von hier in 2 Stunden in Berlin für sehr wenig Geld. Ja. Und auch in, glaube ich, jeder anderen Hauptstadt. Ja, dann war ich irgendwann, blieb Rumänien übrig. Dann bin ich ein paar Mal hergekommen, habe es mich umgesehen und so weiter. Und ich habe es nie bereut. Ich mag die Stimmung sehr gerne und ich werde hier bestimmt noch einige Jahre bleiben. Und ich nehme jetzt gleich auch Fragen aus dem Chat dazu. Da sind schon ein, zwei, aber die nehme ich gleich dazu. Nur, aber ich frage, wird also einer der Romane Ihrer Trilogie in Bukarest spielen? Können wir uns darauf einstellen oder wird das ja, nicht? Ich stecke gerade in den Nullerjahren. Also nach den 90ern in Moskau kommen jetzt die Nullerjahre in Zentralasien dran. Vielleicht, ja, vielleicht ganz am Schluss, ja. Vielleicht, wenn der dritte Band 2020 endet mit Corona. Ich weiß nicht. Aber daran denke ich jetzt noch nicht. Und wird weiter unter dem Pseudonym veröffentlicht? Nein, nein, schon auf der neuen Ausgabe ist mein Klarname gedruckt. Das Pseudonym, das habe ich damals gemacht, da ich unabhängige Leser und Kritiker wollte, denn ich bin ja nicht der Erste, der schreibt in dieser Familie. Und ich wollte nicht auf so eine Stimmung treffen, oh Gott, jetzt schreibt noch einer von denen, muss das sein. Und deswegen unter Pseudonym. Und dann habe ich 6 Monate lang aufgenommen, wurde ja auch ganz positiv besprochen und so weiter. Und dann ist das Pseudonym, aber hat eine Journalistin aufgedeckt. Und dann war die aber sehr, sehr fair und hat gesagt, machen wir es mit einem Interview. Ja. Und dann habe ich dieses Coming Out gemacht nach 6 Monaten. Und jetzt gibt es keine Notwendigkeit mehr für das Pseudonym. Also ich glaube auch, dass ja, in Spanien ist es neulich erschienen unter dem Klarnamen und ja, das ist Isarin. Isarin war ein Gag. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war sehr populär im 19. Jahrhundert, die Helden nach Flüssen und Seen zu nennen. Also Petschorin Fluss ja. Und Jägin See. Und da dachte ich, Isar, weil ich aus München komme. Also, besonders ja, Österreich, ja. Ja, eine schöne Geschichte, auf jeden Fall. Weil ich schon ein Fan bin. Ob ihn alle kennen, aber du hast einen, glaube ich, sogar etwas jüngeren Bruder, Ferdinand von Schirach, der halt in Deutschland auch ein Erfolgsautor ist, Rechtsanwalt, wenn mich nicht alles täuscht, auch erst eine andere Ausbildung und vor allen Dingen natürlich auch seine Erfahrung als Rechtsanwalt literarisch verarbeitet hat. Ich nehme mal an, er ist auch ins Rumänische übersetzt, das weiß ich aber nicht ganz genau, aber ich denke schon. Jetzt gibt es eine Frage an dich nochmal, Bukarest bezüglich. Hast du einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort in Bukarest oder in Rumänien? Ja, ich wohne in Sichtweite von Chișinău, also dieser Park, den habe ich ganz gerne und da sitze ich auch viel drin. Ansonsten natürlich das Ateneo, einer der tollsten Konzertsäle der Welt, würde ich sagen. Ja, was mag ich? Ich mag ja auch dieses zerschlissene Bukarest. Es muss nichts rausgeputzt und man darf es nicht mehr verwenden, aber es ist sehr authentisch einfach, ja, Bukarest. Und das habe ich ganz gerne. Ich komme aus München, wo, ja, München ist wie ein Freilichtmuseum. Das ist so blitzblank und so perfekt und so sehr ich den englischen Garten liebe, da durchzuradeln. Aber Bukarest, das ist das Leben und das ist sehr, sehr ehrlich. Ja. Und ja, aber wie gesagt, Chișinău, Ateneo, das Opernhaus ist gar nicht schlecht, auch architektonisch, komischerweise.
obwohl es aus der Stalin-Zeit stammt, ja. Aber ist ganz gut. Und dann einfach Copper Chain da durch diese alten Häuser aus den, weiß nicht, 1890ern, diese Stadthäuser. Sehr grün ist es da ja auch. Ja, ich mag das, einfach durch diese Gassen zu gehen. Das Zentrum, dieses französische, rund um die Botschaft. Gibt es sehr nette Ecken, jetzt sehr viele nette kleine Lokale. Die Hälfte, fürchte ich, sind pleite mittlerweile wegen Corona. Floresca ist gut, mittags dort einen Happen zu essen. Bukarest hat viel. Leider haben sie keinen richtigen Fluss. Ich hätte gerne einen. Die Dumbovica ist nicht weit von mir. Da ist oft überhaupt kein Wasser drin. Also blöderweise ist Bukarest, man denkt sich ja, die würden etwas an der Donau bauen. Aber nein, sie haben keinen Fluss. Das vermisse ich langsam. Und du bist sicherlich in enger Verbindung mit deinem rumänischen Verlag, der dich herausgibt. Das ist ja Humanitas und man kann ja manchmal bedauern, dass nicht mehr deutschsprachige Literatur übersetzt wird. Vielleicht nur zur Erwähnung, es gibt vielleicht für unsere Zuhörerinnen interessant, ein Übersetzungsprogramm, Traduki, was Subventionen, Unterstützung gibt für Übersetzungen aus dem Deutschen ins Rumänische. Und wir hoffen sehr, dass wir für deinen Titel auch die Förderung erfahren, denn die rumänischen Verlage, die ein kleineres Publikum haben, sind Übersetzungen wie überall in der Welt, aber hier natürlich auch immer ein relativ hohes wirtschaftliches Risiko. Absolut, absolut. Und ich meine, ich schreibe keine Bestseller. Das ist jetzt nicht für jeden. Und dass sie das verlegen, beweist sehr viel Mut. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil es ist natürlich toll, in dem Land verlegt zu werden, in dem du lebst. Und alle diese Leute hier im Literaturbetrieb sind unglaublich interessiert und aufgeweckt. Und es ist sehr viel Idealismus dabei auch einfach für internationale Literatur. Und es stimmt, Frankreich ist sehr stark vertreten, englischsprachige Literatur, etwas italienische auch, aber nicht sehr viel deutsche. Ja. Doch. Es ist ein Risiko für diesen Verlag. Ja, jetzt kommen ein, zwei Fragen, die wir im Endeffekt schon beantwortet hatten, aber ich will das direkt darauf antworten. Natürlich möchte gerne Humanitas und auch mit dem Goethe-Institut und anderen Kulturgesellschaften zusammen eine Lesereise organisieren, wenn das Buch dann erscheint. Das wäre sehr schön, wenn wir das machen können, dass du in verschiedenen rumänischen Städten dein Buch präsentierst, dann vielleicht mit dem Übersetzer, dem sehr geehrten Übersetzer. Du wirst uns seinen Namen nochmal in Erinnerung bringen gleich, der eben auch einer der wichtigsten Übersetzer aus dem Deutschen ins Rumänische ist. Ich gucke auf die Uhr, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Wie gesagt, wir wollen ja auch Interesse für den Autor vorbringen. Ich hätte noch zwei kleine Fragen. Die eine ist, wie hältst du es mit dem Rumänischen? Ja, da zeige ich dir jetzt das letzte Buch. Ich lese Kinder. Ich lese Kinderbücher, rumänische. Das ist mein großes Problem. Ich habe niemanden, mit dem ich sprechen kann. Ich nehme Kurse, aber keiner spricht mit mir, denn die Rumänen sprechen alle, die ich kenne, natürlich Englisch, sehr viele auch Französisch, sehr viele auch Deutsch. Und ich kann mich nicht durchsetzen. Ich verstehe mittlerweile ganz gut. Ich kann auch, ich lese die Nachrichten. Aber es ist wahnsinnig schwer, anzufangen zu sprechen. Und das ist der einzige Nachteil in dem Land. Niemand spricht mit mir Rumänisch. Vielleicht hört jetzt jemand zu und Ah, ja.
Bitte meldet euch. Herzlichen Dank, Norbert, für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestanden hast. Wie gesagt, wir werden selbstverständlich gerne Lesungen organisieren in dem Moment, wo das Buch erscheint. Meine allerletzte Frage ist, was ist das für ein Bild hinter dir, was wir jetzt die letzte halbe Stunde gesehen haben? Könntest du uns noch ein Wort dazu sagen? Ja, das wird jetzt eine Home Story. Ich schau mal, sieht man das ein bisschen? Ja. So, das ist also aus meiner bayerischen Heimat. Der heißt Kili, der Maler. Das ist aus dem Allgäu. Also ich komme nicht aus dem Allgäu, aber ja, das sind Kühe. Ich mag Kühe. Das sind Kühe, die gerade von ein paar Bauernjungs von der Weide wahrscheinlich abends geholt werden. Ein Stück Heimat. Aber diese Szene gibt es natürlich auch überall in Rumänien. Natürlich. Lieber Norris, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Dir einen schönen Abend noch. Wir sehen uns in Bukarest. Ciao. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.